Das könnten eigentlich meine Kinder besser beantworten. Warum hat der Kreis keine Ecken? Die Definition von einem Kreis ist, dass er rund ist. Warum hat der Kreis keine Ecken? Ich meine, es ist die Quadratur des Kreises, oder? Das Runde muss ins Eckige. Das ist schon immer so gewesen. Und das Eckige muss ins Runde. Und dann haben wir beides. Also wenn das Eckige ins Runde hineinbringt, dann haben wir beides tiptop gelöst. Und dann ist auch die Frage natürlich selbstverständlich obsolet. Warum hat ein Quadrat vier Ecken? Das können wir auch noch gerade nennen. Quader ist latinisch und ist viereckig. Eben, was heisst viereckig? Viereckig ist nicht nur ein Quadrat. Es kann auch ein Rechteck sein. Hat auch vier Ecken, also alles, was vier Ecken. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert, weil es mich wirklich interessiert. Das sind so wunderbare Grafiken, wo kein Mensch draus kommt, oder? Genau, mit Inhaltsverzeichnis und so weiter, verschiedene Formen. Der Quader ist die dreidimensionale Darstellung eines Rechtecks. Er besteht aus 8 Ecken und 12 Kanten. Quader, jawohl, das ist der 3D, oder? 3D gibt es nämlich auch noch. Warum hat der Kreis keine Ecken? Weil es ein Kreis ist und kein Quadrat und kein Rechteck und auch kein Dreieck oder ein Trampolin, oder? Da kannst du das so ein bisschen gumpen, nicht? Das ist halt jetzt...